So, und damit hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play The Last Story. Und jetzt gleich ohne Unschweife können wir ja diese Tür hier öffnen, vor der wir letztes Mal aufgehört haben. Gibt's irgendwas zu erzählen? Nein, eigentlich nicht. Also, Rinder. Diesmal auch vollkommen ohne Verzögerung sozusagen in der... sonst was. In der Zeit. Ach. Da ich ja sofort an Anschluss an diese, an die letzte Session jetzt sofort wieder aufnehme. Cool, hallo? Das ist ja interessant. Lass mich, dich angreifen. Und, hör auf, mir Schaden abzuknallen. Aua. Welche Barriere? Wir müssen sie zusammenkloppen, kann es sein? Schlag mich doch einmal, dann kann ich entfesseln Max draufhauen. Also so schlagen bitte, dass ich... ja, genau. Nein, eigentlich nicht genau. Ich wollte eigentlich entfesseln Max mal bekommen, endlich. Hallo? Das ist ja echt gut, dass man während Rollen nicht getroffen werden kann. Erinnert mich an Monster Hunter. Werden wir vielleicht auch mal Let's Playen, fand ich damals ein super geiles Spiel, als ich es gespielt habe. Das bringt dir, das bracht dir ja gar nichts. Die was? Was ist denn das hier? Hört die Abwehr der Gruppe, hey, klar. So, und jetzt da reinhauen. Nein! Stille, was Stille? Leck mich Stille, ich bin jetzt nicht still. Danke. Entfesseln Max, bringt das jetzt was? Nein, es bringt einfach mal gar nichts. Cool. Dingens? Nein, geht nicht. Anscheinend blockiert Stille unsere Spezialangriffe. Verdammt. Der zieht ja schön viel Schaden rein. Ja, der haut ziemlich viel Schaden rein. Wir zum Glück auch. Aber... nicht so viel, wie man sich wünschen könnte. Nein! Mano. Ach, verdammt. Warte mal kurz. Beschleunigen. Die können ja mal gar nichts machen. Erholen und Kampf fortsetzen. Super. Lass den Scheiß. Nein, das war gemein. Verdammt. Aua. Das tat weh. Sorry we kept you way in. You got. Sorry about the wait, Zale. But never fear. The gallant Lowell is here to save. Das ist ja geil. Und hat es jetzt uns... ah, toll, das hat unsere Beschleunigung aufgefressen, diese Zwischensequenz. Was den Kack? Kalista, verdammt. Kalista, was, machst du da unten? Steh wieder auf. So. Und Heilkreis, hey, Freu. Den kriegen wir doch fertig. Verdammt. Feuer, wuh, Feuer. Rüstungsbruch. Verdammt. Jetzt mach doch mal hier Kette und so. Verdammt. So. Ja, hallo? So. Er ist Matsch. Das freut mich aber. Er ist much more not important. So. Alle in Ordnung? Freut mich. Schön, hier ist ja gar nichts mehr. After you went on ahead, even more enemies started showing up. We managed to jump down and get away, which was good. But Lowell took a nasty attack that was meant for me. Oh, das tut mir leid. Geht's dir gut, Lowell? Dann öffnen wir mal. Was kommt denn hier noch alles so? Hoffentlich nicht mehr so viel.
Da geht's lang. Da jetzt, glaube ich, nicht mehr so. Ach doch, da geht's, glaube ich. Obwohl, da geht's nicht lang. Ah, da geht's eine Truhe. Da gibt's zwei Truhen, drei Truhen. Hey, das freut mich ja. Und hier? War das jetzt ein Gnomensilber oder ein Gnomengold? Ich weiß gar nicht. Ein Schwert mit einem Fragezeichen vorne dran. Und hier? Na? Ein Hexendolch. Gut, den können wir doch gleich mal ausrüsten. Hey, wir sind ja fast komplett, außer Degrin. Na toll. Wo ist denn... Da ist Ausrüstung. Und was können wir denn jetzt alles so ausrüsten? Schönes. Hexendolch plus 5, Memento, Paladin, Rapier, Dolch der Weisheit. Ach, der hier. Nee, wo ist denn... Ach, da ist Jurik. Memento hat bessere Werte als Hexendolch und ist damit, ja, besser. Gut. Ich denke, was stehen die unten da eigentlich noch immer so rum? Die wollen wohl, dass wir alles machen. Gut, dann machen wir auch mal alles. Hatten wir jetzt eigentlich alle Truhen schon abgegrast oder war das jetzt eher so? Ich glaube aber, es sieht gut aus. Ja, es ist alles geschehen. Gut, dann auf und davon. Immer diese komischen Drähte oder Schläuche. Hm. Sieht ein bisschen nach Glasfaser aus. Ziemlich dickes Glas und ziemlich dicke Fasern. Was? Wie, wat, wo, wer? Wo bin ich denn hier gelandet? Verdammt. Kann ich da wieder hoch? Nee, scheiße. Muss ich jetzt hier einmal nochmal im Kreis rennen? Ah, toll. Hallo. So, ich würde gerne schmieden lassen. Dann können wir nämlich mal gucken, was wir denn so alles noch verbessern können. Heiligtum geht alles nicht. Sonnenschwert auch nicht. X plus 5 ist auch aussichtslos. Gut. Memento auch. Gut, den Kram hier brauchen wir alles nicht. Die auch nicht. Das Schwert könnten wir mal schätzen lassen bei irgendjemandem. Aber ich weiß nicht bei wem. Gut, dann der Hexendolch. War der hier nicht noch irgendwo? Sieht... Doch, da ist er. Ich werte ihn einfach mal auf und gucke. Memento hat gerade 315 und der hier hat 305. Okay, gut, also selbst wenn er den voll aufwerten, hat er nicht so viel wie der Memento, der Hexendolch. Gut, dann hat sich das gerade geklärt. Rüstung schmieden. Ich glaube, wir haben irgendwas gekriegt. Gnomen Silber müsste das, glaube ich, sein. Oder auch nicht. Gnomen Kupfer? Kann sein, keine Ahnung. Ja, bis später. Gut, dann hier lang. Ich glaube, wir müssen jetzt einfach nur hier nochmal im Kreis rennen, deswegen war wir zu blöd, also ich zu blöd war, ja, genau, richtig zu laufen. Gut, ich denke, wir müssen jetzt einfach mal da weiter geradeaus, nicht? Würde ich jetzt zumindest vermuten. Kamen wir da nicht her, ursprünglich mal? Nee. Doch. Hm. Hier vielleicht drüber? Hier lang? Nein. Ah, da gibt's eine Truhe. Freut mich. Kommen die mir jetzt mal alle hinterher vielleicht? Wäre zumindest sehr schön. Agilität Gruppe plus 5. Ach, jetzt kommen sie mir hinterher. Waren wir hier nicht schon drin? Ja, das war der Beschwörungskreis. Okay. Gut. Oder auch nicht. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wo wir lang sollen. Sollen wir jetzt hier unten wieder weiter? Hm. Oder war das schon richtig, wo ich da lang gegangen bin am Anfang und dann wieder zurückgeeilt? Was für ein labyrinthiges Labyrinth. Hier geht's doch nicht weiter. Nee. Hier geht's nicht weiter. Hm. Geht's hier irgendwo weiter? Nee, kann man alles nicht untersuchen oder sonst irgendwas. Ich vermute mal, wir sollen dann irgendwo da lang. Aber wo? Ach, ich bin ja auch ein Professor. Gut. This is it. Was ist das? I'm starting to get a really bad feeling. I suppose that means we're getting close. I sense great sorrow. The air is charged with it. It's like a voice screaming silently. There is no doubt. The outsider is ahead. In diesem Portal vermute ich dann einfach mal. Toll, dass der Boden hier so leuchtet. Freut mich. Hm. Oder der steht unter Wasser. Gut, dann speichern wir hier mal auf einem neuen Spielstand, wie immer. Und zwar auf der 2. Hey, wir haben jetzt schon zweimal, nee, dreimal den ganzen Dings hier durch, den ganzen Kappes. Also die ganzen Speicherplätze. Das ist erstaunlich.
Und rein ins Portal. Und rein in den Ladevorgang, habe ich ganz vergessen. Gut. Was erwartet uns hier? Wahrscheinlich irgendein epischer Bosskampf und Filmsequenzen. Zael, come with me. Wieso sollte ich? Wo geht's denn da hinten lang? Kann ich nicht, ich kann nur... Na toll, ich kann nur zu ihm rennen, oder wie? Müssen wir jetzt reinhüpfen? Yes. This is the man upon whom you bestowed your power. The man whose heart resonates with your own. Now, show yourself. Aha. What is this? This is the outsider. Fragezeichen? Ach, den halber Asteroid, auch cool. Was macht sie da? Was macht der da? Ziemlich viel Scheiße. Sieht zumindest danach aus. Cool. Eine Arena vielleicht? Oder ein... Oh, ein Haufen Müll. Ist auch fein. Was macht der Typ da oben? Rumhängen. Auch cool. Oh. Verdammter Mist. Ist... Ah. Verdammt. Wo? Ach, der Onkel. Kann ich die jetzt abschießen? Wächter, Bestie, Myrta. Verdammt, Junge. Danke für den Heilkreis, freut mich. Stille. Magie, wie wär's damit? Kann ich vielleicht mal Sturm? Nein, ich kann nur, Ach, ich kann hier keinen Sturm einsetzen. Ja, dann machen wir mal einfach weiter. Starke Abwehr. Kette verstärken, Schattenstich. Vielleicht hilft ja Schattenstich irgendwas gegen das Viech. Berserker. Nein, Eissturm. Auf das Viech. Müsste gehen. Leuchten, verborgene Barriere, Genesung. Würde mich mehr freuen. Inversion, Meteor. Auf ihmchen. Und Wiederbelebung? Genesung. Machen wir mal fortsetzen. Hat ja total viel gebracht. Hat auch viel gebracht. Verdammt. Okay, Stille. Auf wen? Was ist das hier alles für eine Scheiße? Soll ich jetzt... Ach, ich mach mal den hier erstmal weg. Deflektor, hey, freut mich. Stille, verdammter Mist. Kann ich hier vielleicht... Ach, ich kann wegen Stille nicht. Okay. Ich muss...
Reflektieren? Reflektieren, okay. Womit denn, bitte sehr? Heilkreis und dahinter Feuerkreis. Machen wir mal hier. Na toll. Hat's ja vollgebracht. Aber zumindest haben unsere Dingens Superpower-Teile ein bisschen was draufgehauen. Ja, er hat recht. Also müssten wir mal endlich auf Mirania schalten, habe ich recht? Gletscher, wie wär's denn damit? Die ist gerade sowieso am Boden, also können wir da einfach mal gar nichts machen. Der sollte mal erholen. Wald. Verdammt. Das war gemein. Hat ja mal geil was abgezogen. Also eigentlich gar nichts. Also nicht in die Feuerkreise laufen. Ach ja. Wald. Lass den Scheiß. Lass den Shit. Verdammtes Mistviech. Ich möchte gerade mal eben, erst mache ich mal den hier. Und zwar... Mann, jetzt trifft er uns gleich, wetten. Lange Stille. Wer ist damit? Eben mal kurz wieder... Kommando. Ich denke, wir hauen jetzt einmal bei uns Beschleunigen rein. Dann kann sie wieder den... Wohl machen wir starke Abwehr bei ihr. Sie hat ja noch ziemlich viel Leben, also können wir mal Schattenstich reinhauen. So, und den Berserker lasse ich mal. Der soll erstmal erholen. Und sie kann verborgene Barriere machen. Das bringt vielleicht ein bisschen was. Inversion. Was bringt Inversion? Nein, das wollte ich gar nicht. So. Ich war ja auch bekloppt. Ich mag diese Spezialangriffe, die sind echt geil. Erinnert mich so ein bisschen an ein Taktikspiel. Wo ist er denn? Ach, da hinten. Jetzt sollten wir vielleicht mal darauf warten, dass Mirania wieder Wald machen kann. Weil ich war ja gerade auch ziemlich bekloppt und habe einfach mal auf irgendwas anderes geklickt. Genesung mache einfach mal bei ihr und... Wald. So. Das wollte ich nämlich eigentlich machen. Rinder. So, und jetzt komm runter, bitte. Damit ich dich noch schon mit Beschleunigen verprügeln kann. Verdammter Mist, jetzt hör doch mal auf damit. Aber ein Glück haben wir die Barriere, also die unsichtbare Barriere drauf, damit wir keinen Schaden reinkriegen. Weil das wäre schon sehr nervig. Mal kurz in den Naturkreis. Bams, lange Stille. Ich würde jetzt gerne vielleicht mal in den Heilkreis. Macht mal jemand Heilung hier bitte? Ich habe kein Leben mehr. Danke sehr. Danke für die Heilung. Und dann können wir gleich hinterher wieder lange Stille ballern, wenn hier schon wieder der tolle Kreis steht. Lass den Müll. Aber danke, dass du mich direkt in den Heilkreis schiebst. Der Naturkreis ist gerade verschwunden, kann es sein. Oder auch nicht. Danke, dass du wieder auf dem Boden bretterst. Und wieder in sein weiches Hinterteil. Und in den Heilkreis am besten. Nein! Triff ich doch nicht. Wo ist der Heilkreis hin? Kurz mal in den Wald. Wir gehen in den Wald und wirbeln ihn auf. Keine lange Stille? Ach, verdammt. Ich dachte. Aber der Kampf scheint ja sowieso vorbei zu sein. Insofern, ja. Ich dachte eigentlich, blau wäre sowieso immer das Gute. Also auch der Fremde wäre etwas Gutes, in Anführungsstrichen. Theoretisch.
Aber also scheint ja was eher Ungutes zu sein. So sieht's zumindest aus. War es nicht eigentlich so, dass der sich... Let the anger consume you. The glorious rage of a mighty being. Now heed my words. Submit yourself to my Argonan blood. Ich dachte eigentlich, der hätte sich von den Dingens ernährt, des, von der Lebensenergie des, anderen. Weiß schon. Ach, die Kanone. Kann sein. Macht er jetzt Matsch aus dem Matsch da drüben? Also der Fremde, meine ich. Oder das Fremde. Oh, how beautiful! Fire again and again! Turn their entire island to dust! Wie imposant. Ich dachte, die hätten auch so ein Ding. Hatten die nicht auch den Fremden? Ich glaube, er knallt ein bisschen durch. Oh ja, sein Auge ist schon etwas komisch. Fragezeichen? Fragezeichen? Noch ein Fragezeichen. Und die haben auch Kanonen. Irgendwie habe ich so den Eindruck, wir sind gerade ziemlich am Verkacken.